dran sein, damit ich das volle Spielerlebnis für mich halt auch habe. Ob es clever ist, dann noch ein zweites großes Spiel heute Abend anzufangen mit Final Fantasy VII Rebirth. Aber ich war noch nie schlau, würde ich jetzt mal so behaupten. Also, rein da in Dragon Ball Z Kakarot. Ich bin echt gespannt. Sprachausgabe wird in Englisch sein. Ich habe Untertitel angeschaltet. Alles andere wird sich zeigen. Rein da. Oh, Spieler, ein Schwierigkeitsgrad für den Kampf. Kann jederzeit im Optionsmenü geändert werden. Gut. Ich bin ja eigentlich so ein leichter Spieler, weil ich ganz gerne die Story sehe, aber ich versuche es einfach mal mit normal. Und sollte ich zwischendurch einfach verzweifeln, werde ich einfach auch leicht zurückstellen. Ich schäme mich dafür für mich ich schäme mich nicht dafür. So. Aber wir fangen mal mit normal an. Reitender Story-Zusammenfassung. In dieser Welt gab es 7 mystische Kugeln, die als die Dragon Balls bekannt waren. Wer alle 7 besaß, hat einen Wunsch frei. Gott, wer soll das so schnell lesen? No. No. Dad? Son Gohan. Dad. Son Goku. Der Saiyajin von der Erde. Piccolo! Piccolo, you came. I like to do a little image training every now and then to make sure I don't get too rusty. Time to see what I can do. Oh, ich hab gar nichts drauf. You're just the guy to help me do that. Was? Kämpfe? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Abwehr. Da L2. Mhm. Explosion. Okay. Mit bewegen nach oben, nach unten bewegen. Warum brauche ich dafür R2? Und halten. Super Boost L3. Oh mein Gott. Key aufladen. Key Explosionsangriff. Nahkampfangriff. Ausweichen. Ziel, aufhören, sperren, Pause. Was? Wird schief gehen. Teleportationsangriff. Transformationsauswahl. Oh Gott! Okay, ich werde sowas von überfordert sein. Okay. Das war eine Explosion. Was ist los, Piccolo? Warte mal, Boost ausweichen. Aua. Das war boosten. Oh, das ist das Kamehameha, okay. Give me all you got. Nee, danke. Oops.
Okay. Das einfach halten. This is some sort of game? What? No way! I know it's not a game. I'm just really pumped to fight you. You don't know when to give up. Damn it! Was war das? Ich habe irgendwas gemacht, was ich nicht wusste, was es ist. Schere, Stein, Papier. Anzeige sind sowohl deine Spannungs- als auch deine Key-Anzeige gepült, halte gedrückt, um die. Give me all you got. Give me all you got. Oh, ich bin glaube ich gleich tot. Habe ich jetzt gewonnen? Oh, wie es aussieht schon. Ich bin doch leicht überfordert mit dem ganzen Frühjahrfeind. Bevor er halten. Warum muss ich so viele Tastenkombinationen machen? Halte den Einfall der Saiyajin auf. Okay, ich versuch's. Der Junge von Goku bezwang den Dämonenkönig Piccolo, der es auf der Weltherrschaft abgesehen hatte. 5 Jahre sind seit diesem Sieg vergangen. Wer soll denn das so schnell lesen? Kann mir das mal einer sagen? Ist das Vegeta? Nee, das war nicht Vegeta. Not much longer before this planet's ours. Langhaariger Mann. It would have been ours much sooner if you'd actually done your job, Raditz. Sorry. And that's why everyone calls you Raditz the Runt. Ach, Raditz. Things will be different on the next planet. Mark my words, if you screw up again, I will kill you. Ein schüchterner Mann, wait, das ist Vegeta. I just remembered something. I think my little brother Kakarot was sent to a different planet. I'll bet he's still ach, das there. War unser Bruder? Was ich als vergessen, ne? I didn't think there were any Saiyans left besides us. If he joins us, the rest of the universe will be ours in no time. The fact that he's your brother doesn't exactly fill me with confidence. What planet was he sent to? I think it's called Earth. Ah,
But now that I think about it, I haven't heard anything about him taking control of it. Damn that Kakarot, what the hell is he doing? Attack of the Saiyans. Of the Saiyans? Das hört sich witzig an. Das heißt Saiyajin. Dad? Dad? We better head home or Mom's gonna be really mad at us. Sorry for getting a bit carried away, Gohan. I was fighting somebody super strong. Super strong? Yeah, a guy going by the name of Piccolo. Piccolo? Yeah, well, he used to be called Demon King Piccolo, and he was real bad to the bone. He's the strongest guy I've ever fought in my whole life. I don't think anybody's gotten me more pumped up than him. I want to fight him again, so I'm hoping to get stronger, and soon. I'd be afraid to fight someone like that. You know, I'd bet you'd be just fine if you trained yourself up a bit. I don't think Mom would like that very much. Ach so, ein Gohan ist so ein kleiner, so ein kleines Pupskind, ne? She asked us to get some ingredients for her. How could I not remember that? No, Chichi. Think. What all did she need again? Oh, I think she wanted some fish and apples, Dad. Oh, fish, yeah, right. Let's just apples. See if we can't find us some apples around this place. Okay. Okay, I'll go look. Genau, schau mal. Gohan sure is full of energy. Also die Steuerung, die wird mich noch ein bisschen überfordern, ne? Nach Ki suchen. Können fliegen. Oh, wir können fahren. Ach du Scheiße. Im Feld kannst du die verschiedensten Gegenstände finden. Nähere dich einfach ein Objekt, dann sammelst du es automatisch ein. Das finde ich super, dass man das alle, dass es automatisch eingesammelt wird. Allerdings musst du in der Nähe eines wichtigen Objekts Kreis drücken, um es mitzunehmen. Du solltest Lebensmittel einsammeln, die du für Werteboost gleich essen oder zum Zubereiten von Mahlzeiten für Unterstützungseffekte nutzen kannst. Oh nein! Oh, kann das nicht einfach mir schon diesen Boost selber vorgeben? Diese Effekte sind eine große Hilfe bei zähen Gegnern, also iss regelmäßig etwas. Oh, immer schön essen, das wahre Leben. Super Temposprint. Ja, wo müssen wir denn hin? Kann ich irgendwie reinzoomen? Ah, wow. Oh! Ist das das Ding? Oh, wie nennt man das? Den. Ich wollte schon jetzt Poké-Radar sagen. Der Dragon Ball-Radar? Ist ja cool. Ich laufe jetzt einfach. Ja. Schreien. Don't get too excited and trip over your own feet. Now, where did that son of mine run off to? Safe to say, he couldn't have gone that far. Let's try to find one more. What do you say? Leave it to me. Leave it to me. Dann überlasse ich dir das. Gohan looks like he's having a blast. Echt? Ich sehe das nicht. Hey now. Don't go wandering too far. Yeah. Oh. Ah. Ach, wie cool. Okay, das Rennen gefällt mir. Chichi will be pretty upset if I don't head straight home. Dad, over here, over here. Wow, Gohan, you're a regular bloodhound. Ja, wo ist er denn?
Wo ist er denn? Bin ich irgendwie was? Hm. Wo ist er hin? Ich habe meinen Sohn verloren. Ach da. Wow! Wie cool. Oh, cool. Cool. Alright, this ought to be enough. Oh yeah, we've got plenty of apples now. Thanks for finding these, Gohan. I'm kind of tired now, though. Ach, komm schon. I get it. And I don't blame you. Hang in there, I got an idea. We'll catch some fish and then head straight home. Okay. But first, we need to find a spot to fish. Okay. Achte darauf, dass ein Gurt in der Nähe bleibt. You got it. Try to keep up, though. Kann ich dir nicht einfach mitnehmen? Auf die Schulter nehmen und das war's? Don't you? I guess I can carry you if you want. Hooray! Oh God! Yay! Look how high I am! Hey, you faller Dude! Were you trying to trick your old man? Ja, aber echt, hey. You're one spoiled kid, you know that? Definitiv ist spoiled kid. What do you want to be when you grow up? I want to become a great scholar. What? You're a weird one, aren't you? Well, I definitely can't help you with your studies or anything like that. But if you're ever looking to toughen up, I'm your man. Nah, fighting is too scary for me. Come to think of it, this is your first time fishing, isn't it? Yep, it is. All right, then let me show you how I used to do it back when I was your age. It'll be fun. We should be able to catch something here. All right. Let's get started. But what are we gonna fish with? We don't have any rods. Nobody said anything about a rod, did they? Who needs one of those pesky things when you've got a tail? My tail? I can use that to fish? Yep. By dipping your tail in the water, you can feel the fish moving around. Oh, das hört sich alles so falsch an, ne? It's really easy once you get the hang of it. I mean, I haven't done it in a while since I don't have a tail anymore. But when I told my friend Bulma about it, she actually made me a makeshift tail to fish with. Can you believe it? Nice! Oh, okay. So what do you say? Let's catch us some fish. Lass uns ein paar Fische fangen. I'm pretty sure there's a good spot somewhere right around this place. Hope I can catch something. Okay. Hope I can catch something. Angeln, Köder nutzen. Komm, wir nutzen mal einen Köder. Wähle den Köder, den du verwenden möchtest. Rumgekrebse M. Angelobjekt steigert Anzahl der beim Angeln erhaltenen Objekte mäßig. Steigert Wahrscheinlichkeit für seltene goldene Fische minimal. Na ja, komm, wir hauen Köder raus. Na, am Angelplatz haben sich Fische gesammelt. Was? Oh Gott, das sieht so falsch an. Schweif wackeln. Was? Yeah.
fuck? Magerer Riesenfisch, Riesenfischflosse. Ein blauer Fisch. Okay, cool. You got them, Dad? Yeah. I bet Chi-Chi will flip when she sees this one. Man, all this fishing is really working up an appetite. You know what I mean? Let's eat some of these fish. I mean, we got plenty. Yeah, I'm a little hungry too. Okay. Das ist also Angeln. Let's roast our catch over the fire. What do you say? Okay. Das war ja funny. I'm hungry for some grilled fish. Ja, okay. Chill. Time to grill up some fish. Hallo Schmetti. Was geht? Magerer Riesenfisch, okay. 3 Minuten braucht er und ein Riesenfischflosse. Ein Stück weißes Fleisch eines Riesenfischs mit reichlich saftigem Fett. Einfach unübertrefflich, ob gekocht oder gegrillt verzehrt. Gerade lüften gewesen. Was? Was hast du gelüftet? Wie geht's dir? Schön, dich mal wieder online zu sehen. Ja, ich versuch's wieder. Ich versuch wieder. Ich habe sogar einen Streamplan. Aber das hier war jetzt echt spontan, weil ich Bock hatte. Und das Spiel hier noch lag. Aber ich bereue es, glaube ich, heute Abend, wenn ich Final Fantasy anfange. Weil dann habe ich 2 Spiele, wo ich mit der Tastenkombination wahrscheinlich nicht mehr zurechtkommen werde. Aber nun ja. Ja, komm, wir essen das jetzt. Oh Gott. Wie geht's dir denn? Was hast du denn geluft? I feel you, ja. Ah. Auf Key ABB. Wahrscheinlich Key-Abwehr. TP und Key der Gruppe wurden vollständig wiederhergestellt. Okay. Man, I'm stuffed. Is there anything better than some fresh fish in your belly? Oh, I think I ate too much, though. Well, ach, Gohan. If you want to be as big as your dad, you're gonna have to eat a lot of this stuff. Right. I had fun today, Dad. You know, I had fun today too. Thanks for your help. I'll teach you how to fish. Diese Konversation, ey. Okay. I can't wait. Ach ja, auch viel los gerade, aber trotzdem hoch. Ja, ich habe gesehen, du bist voll fleißig am Programmieren. Die Sneak Peeks sind ja mal voll nice. Ich bin voll gespannt. Du hast folgende Seelenembleme erhalten. Community-Stufe. Was denn für Seelenabzeichen? Warum kriege ich Seelenabzeichen? Seelenabzeichen sind Gegenstände, die die Beziehung deines Charakters mit anderen Charakteren repräsentieren. Du erhältst sie im Laufe der Story. Alle gesammelten Seelenabzeichen findest du im Community-Menü. Seelenabzeichen bewirken von sich aus nichts, aber indem du sie in eine Community-Tafel integrierst, kannst du Effekte aktivieren, die dir im Abenteuer helfen. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, es wird genauso kacke komplex wie The Witcher. Und bei The Witcher habe ich bestimmt 4-5 Stunden gebraucht, bis ich mich an das Spiel gewöhnt habe. Brüggi! 7 Monate! Danke! Ich habe halt genau 0 Ahnung von Dragon Ball. Ich habe das damals ganz gerne gesehen. Ich bin ein Dragon Ball Kind. Ich habe aber bei Z dann aufgehört. Bei GT habe ich aufgehört. Also GT habe ich nicht mehr geschaut. Auf Community-Tafeln platzierst du deine Seelenabzeichen. Abzeichen können jederzeit platziert oder entfernt werden. Vergiss also nicht, ein neues Abzeichen auf einer Community-Tafel zu platzieren, wenn du eins erhältst. Um das zu tun, drücke X im Seelenabzeichen-Menü und wähle das Abzeichen aus, das du platzieren möchtest. Der Community-Rang wird durch die gesamte Community-Stufe der festgelegten Was? Sobald die Gesamt-Community-Stufe einen bestimmten Wert erreicht hat, erhöht sich der Community-Rang und du erhältst Zugang zu weiteren Community-Fähigkeiten. Was zur Hölle? Hallo, Brüggi! Ich wusste gar nicht, dass es da Unterschiede gibt. Ich kann nur Kamehameha und mehr weiß ich nicht. Ja. Teufelsspirale gibt es auch noch. Ähm.
Seelenembleme haben Community-Stufen, die sich auf die Community auswirken, der sie zugeordnet sind. Abzeichen eignen sich gut für bestimmte Communities, aber weniger für andere. Was zur Hölle? In dieser Community kannst du Z-Krieger-Community. Community-Skills aktivieren, die dir beim Kämpfen helfen. Beteile dich an der Z-Krieger-Community, wenn du dich mehr auf Kämpfe konzentrieren willst. Was? Hä? Ah. Hab ich. I bet you'd be pretty strong if you trained. Okay. Was zur Hölle? I don't think so. Ultimatives Vater-Sohn-Team. Der Folgebonus ist jetzt aktiv. Platziere bestimmte Seelenabzeichen neben deiner, um einen sogenannten Link-Bonus zu aktivieren. Hierdurch erhöhst du die Stufe einer Community und kannst einfacher einen höheren Community-Rang erreichen. Was zur Hölle? Oh ja, Dad! I meant to tell you. I found this while you were fishing. Wie geht's denn sonst so, Brüggi, Schmetti? You can have it. Really? Thanks, Gohan. Warte mal einen Moment. Heiliger Text der Kampfkunst. Das ist ja mega kompliziert, ich sag's dir. Ich hab gedacht, ich chill mal eine Runde hier bei Dragon Ball. Aber das war's. Verschenke den Gegenstand, den es Son Gohan gefunden hat. Geil, wir kriegen was von Son Gohan und wir verschenken es direkt. Mit Geschenken können die Freundschaft und Fähigkeit von Seelenabzeichen beeinflusst werden. Hallo Daniel! Mit der Fähigkeit eines Abzeichens erhöht sich die Community-Stufe. Oh mein Gott! Warum? Ich wähle ein Geschenk aus. Ja. Z-Krieger Community hat einen neuen Rang erreicht. 2. Ach du Scheiße. Oh, ist das komplex. Sprich mit Son Gohan. Ja? I'm thinking I should check out this place a little bit more. Oh Gott, er wartet zu. Das ist gut. Ich will mich nämlich noch ein bisschen umschauen. Oh, ich will noch mal angeln gehen. Das war so cool. Nein! Wir angeln jetzt. Mit unserem Schweif. That seems about right. Ja, das finde ich schon cool. Oops. So. I have to do what Chi-Chi asked me to do first. Na. All right, I got one. Sie cool. No point going that way. Nothing for me over here. Was? Warum? Oh, Alpha-Wand. Ach, komm, Chi-Chi, ich will mich hier umschauen. Was ist das? Also die Steuerung, die überfordert mich so ein bisschen, ne? Wie oft wurdet ihr schon von schönen DBZ-Erinnerungen überrannt? Ja. Riesen-Sushi!
Na ja, komm, wir gehen zu Chichi. Should we head home now? Wir dürfen ja nicht weiter gucken. Let's head home. Right. Wir dürfen uns ja nicht weiter umschauen. Here goes. Flying Nimbus! All right. Hang on tight. Whoa! It's a dinosaur! Bye-bye! Dino! Z-Kugeln sind besondere Gegenstände, die du umfällt. Oh mein Gott! Was machen sie denn mit mir? Sie sind unentbehrlich für den Erhalt von Superangriffen. Darum sammle so viele wie möglich. Es gibt viele verschiedene Arten von Z-Kugeln. Kugeln einer Farbe findest du in der Nähe von Gebieten, die mit dieser Farbe in Verbindung stehen. Das Opening kam, Brüggi. Da warst du nur noch nicht im Stream. Oh mein Gott. Flying Nimbus is super fast. Wie komme ich denn? Wie komme ich denn runter? Wie komme ich denn da runter? Hallo, wie komme ich denn da runter? Wie? Hallo, ich will da runter. Wie komme ich denn runter? Hä? Wieso kann ich denn nicht runter? Alter, wenn ich wegen Chichi das nicht kann. Kriegt er gerade echt zu viel, ne? Wieso komme ich nicht runter? Ah! 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 Hehehe, okay, ist verstanden. Nein, ich bin nicht durchgeflogen. Ist der Stream auf 18? Ich weiß gar nicht. Das Spiel wurde, glaube ich, gar nicht. Okay, also das wird echt noch spannend. Ja, ich glaube, er ist auf 18 wegen dem Spiel. Hallo. Okay, also diese Wolke zu steuern wird echt schwierig. Hey, Chichi, we're back. Ich habe meine Boxen leiser gestellt. Gedreht die Nachbarn. Wieso? You're late, Goku. It shouldn't have taken you so long to gather ingredients. Yeah, sorry about that. We did some training too. Wegen meinem Gestöhne? Warum? Ich Was? Wait, that's today? Of course. Sorry about that. I promise I'll remember next time. Forget it. What are you waiting for? Get in here. I need to get cooking right away. Ich wusste, ich stöhne nicht. Ich versuche das Spiel zu verstehen. Das können deine Nachbarn gerne mitbekommen. Aber wie laut hast du denn bitte schön die Boxen gestellt, Schmetti? Ach, oh nein, jetzt muss ich auch noch kochen. Nein. Früchte, Fleisch, Fisch und andere Zutaten können von Chichi oder anderen Köchen zubereitet werden. Cool. Sprich mit Chichi und bring sie dazu, Mittagessen zu machen. Ach, was für ein süßer Fernseher.
wait to dig into Mom's cooking. Ja, du hast auch nur Hunger. Mary macht gleich die guten alten Kampfstöne rein. Ja, und ich weiß nicht, was ich da zusammengeflogen habe, Daniel, aber du hörst es ja eh nicht. Now then, I'll just take these ingredients and whip you up something tasty. Ja, dann mach was. Ein Menü. Komm, ein Menü. Nein! Schade. Ich muss mir wohl das WHD an. Ach Gott. Wähle gekochter Fisch. Deswegen? Was ist das jetzt für ein Clip geworden? Ganzer Knochenbraten. Aber ich habe doch nur Fisch, oder? Gekochter Fisch, das habe ich. Fisch, der kurz mit Gewürzen gekocht wurde. Er ist äußerst aromatisch und bei Gourmets ein echter Hit. Gekochter Fisch, einmal hergestellt. Der kann jetzt gegessen werden. Geil. Ah, das wahre Leben. Chichi hat Angst, dass, ne? Hä? Was ist denn das schon wieder für ein Clip, den ihr da erstellt habt? Warte mal. Ich muss mir das jetzt kurz anschauen. Okay, ich verstehe jetzt, warum du das gesagt hast, Schmetti. Ich finde das irgendwie witziger, als ich das finden sollte. Ja, viel Spaß, Daniel. Oh Gott, ist der schlimm. Ich packe deine Sachen. Eine Sekunde. Und zum Dessert gibt es die Äpfel, die du gesammelt hast. Nimm sie dir ruhig. Feini! Welche Äpfel? Wo sind die Äpfel? Was ist denn das hier? Durchsuche das Haus. Ich durchsuche das Haus. Ich untersuche das. Oh, das ist süß. Um seine neuen Schüler auf die Probe zu stellen, wirft Muten Roshi einen Stein, auf den er das Schriftzeichen für Schildkröte geschrieben hat, tief in den Wald. Er sagt ihnen, dass derjenige, der den Stein als erster zurückbringt, essen darf, der andere jedoch hungrig bleiben muss. Oh, ist das böse. Son Goku findet den Stein, den ihm, wie wird da geschrieben? Kirin? Kirin? Mit seinem Trick abnimmt. Daraufhin eilt er zurück, um seine Mahlzeit zu bekommen. Allerdings erwartet ihn eine unvermutete Falle. Markierter Stein. This is the stone me and Krillin used in our training. Krillin. Me and him had to hunt this thing down. Krillin beat me then, but only because he cheated. I had to go hungry that night. Du hast die Z-Enzyklopädie freigeschaltet. Was habe ich freigeschaltet? Krillin. Ah, Krillin, genau. Krillin. Ist ja die Deutsch. Genau, Krillin. Ah. Was habe ich denn jetzt alles freigeschaltet? Okay. Habe ich noch mehr? Ach, ich mit. Oh, Gohan will schon wieder mit mir schwätzen. Ich will aber nicht mit Gohan schwätzen. Ich darf da nicht weiter. Gohan, was willst du denn? I'm going to see Master Roshi, my old master. His place is surrounded by the sea. It's loads of fun. Keine Ahnung, geh dich endlich schlagen. Oh yeah. Ich
Sprich mit Chichi und erhalte das Essenspaket. Oh, Essenspaket, der Beste. Er mit dem Essenspaket. All right, I'm finished. Okay, ich bin Here fertig. Are your lunches. Dig in whenever you're hungry. Thanks, Chichi. Danke. Your stuff's the best. It really gets the blood pumping and the muscles moving. Right, Gohan? Yeah. Du hast folgendes Seelensemblem erhalten. Du hast Chichi als Kochen-Community-Anführerin erhalten und ein neues Community-Board freigeschalten. Oh mein Gott. In dieser Community kannst du Community-Skills aktivieren, die dir beim Kochen helfen. Cool. Richtig gut. Kann ich hier noch jemanden hinzufügen? Okay. Ich sag's ja, werden ja mehr Achievements um die Ohren geklatscht als böse Buben. Oh ne, wir nehmen Gohan mit. Wait a second. Are you forgetting something, Goku? I thought you had something for Gohan. Oh yeah, that's right. Wow, what a neat little ball! That little ball on top there? It's a Dragon Ball. I got it from my grandpa after he died. But that's not all you got from him. You are also named after him. Really? Oh my, Gohan looks so handsome. It'll be like he's watching Ciao. Over you whenever you wear that hat. So take real good care of it, okay, Gohan? Yeah, I will. Thanks, Mom. Thanks, Dad. Das wäre Gohan wirklich mitnehmen. Goku, don't let anything happen to our little Gohan. And Gohan, be on your best behavior. I will, Mom. Bye. I want you both home by supper. You got it? Warum nehmen wir Gohan nochmal mit? Und Goku, der stärkste Kämpfer der Welt, führt nur ein glückliches Leben an der Seite seiner Familie, die mit einem Kind gesegnet ist. Wie soll das so schnell? There are seven mystical orbs capable of granting any wish when brought together. With them, anything the heart desires can be attained, whether unfathomable riches or absolute power. These mysterious wish-granting orbs are known as the Dragon Balls. Dragon Balls. And it's around these Dragon Balls that this extraordinary story unfolds, with new challenges and adventures awaiting Goku and his friends at every turn. Warum ist das so komplex, wenn man doch nur Leute verprügeln möchte? Yep. Hey, Dad? What's Master Roshi like? Well, he looks like a feeble old geezer. But he's super strong. Really? Though it's a real shame he's kind of a massive pervert. Yeah, das definitiv. Er ist ein Perversling. Er ist sowas von ein Perversling. Is Krillin strong, just like you? Yeah. Seriously, out of all the guys I know, he's definitely up there. There's also a woman I know named Bulma. See, she was looking for the Dragon Balls when she ran into me, and we ended up going on adventures together. Oh. If we hadn't done that, I probably wouldn't have met Master Roshi and the others. I see. I see. Not too much longer until Master Roshi's place. Jo. Klar, Gohan muss ja nachher Raditz eine Kopfknuss geben. Kamehaus. Goku! Oh! Yo! Oh, and who's this little guy? Meet my son. What? your son? Yeah. Wild, huh? Nice to meet you. Oh, nice to meet you too. His name is Gohan. Wie sie sich alle wundern, wie das wohl der Goku hingekriegt hat. Oh, so you named him after your grandpa, huh? Yeah. Suits him, don't you think? Ein überfälliges Wiedersehen. Du hast Kirill. Ja, warum ist es immer so schnell? Schon ewig nicht mehr gesehen. Das, was habe ich denn jetzt schon wieder freigeschaltet? Gegenstände. Was habe ich denn an Gegenständen? Keine. Flussgarnelen. Oh, ist doch schon mal gut. Keine Geschenke. Oh mal, was ist denn dieser markierte Stein? Kann nicht verkauft werden.
Südöstliches Gebirgebereich, okay. Was kriegt das mit Gruppe? Ich kann auch Unterstützung haben. Charaktere. That's me. Story. Ich kann das nachlesen. Brügge sind Fußgarnelen nach Antwerpen. Oh Gott. Community Board. Okay. Mehr gibt's noch nicht. Okay. Oh, ich bin jetzt schon leicht überfordert, ne? Das ist also das Kami-Haus. Hier sind ganz schön viele Leute. Ich bin etwas nervös. Ach, Gohan! Bulma! Chichi hat tolle Arbeit geleistet, so ein artiges Kind großzuziehen. Okay. Ich kann immer noch kaum glauben, dass du jetzt wirklich ein Kind hast, Son Goku. Tja. Er gleicht seinem Vater bis aufs Haar. Tja, hätte es nicht gedacht, dass ich schnicke Schnacke machen kann. Was gibt's hier? Erhaltenes Gegenstände. Heiliger Text der Kampfkunst. Bevormuten Roshi, Son Goku und Kirill trainiert, verlangte er von ihnen, dass sie ihm eine schöne Frau bringen. Die beiden finden Lunch, die versucht der Polizei aus dem Weg zu gehen und bringen sie zum Kame-Haus. Muten Roshi ist mit Lunch zufrieden, als er sie jedoch die Uniform der Schildkrötenschule anziehen lässt, geschieht etwas Unglaubliches. Lunch niest, wodurch sie sich von einer ruhigen und höflichen Dame zu einer stürmischen vulgären Chaotin verwandelt. Stimmt, da war was? Oh ja, yeah. This is the uniform Master Roshi gave me, Krillin and Lunch to wear. Ich kann mich erinnern. Das war legendär. Kann ich da hochgehen? Nein, Alpha-Wand. Schade. Goku, have you been training lately? Well, nein. Not as much as I want to. Chichi gets pretty angry if I train too much, you know what I'm saying? Right. Yeah, I haven't trained myself either. With Piccolo taken care of, things have been pretty quiet. Hey, you two, what are you talking about? Nothing really. I could have sworn you two were talking about how you've both been slacking off on your training. Guess there's no fooling you, is there, Master Roshi? It would seem you've both forgotten that training is a daily activity. You should be moving, learning, playing, eating, and resting every day. I can't argue with you there. Now, to make sure you two never forget your daily training, I've got a little challenge for you. Du hast das Schildkrötenschule-Trainingshandbuch freigeschaltet. Ach du Scheiße. Come report back to me once you've finished your training. Mhm. Yes, sir, Master Roshi. Yes, sir, Master Roshi. Yes, sir. Now, time to get back to my usual enjoyment. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was das ist. Was wollen wir sehen im Blender halten? Du hast Muten Roshi als erwachsenen Community-Anführer erhalten und ein neues Community-Board freigeschaltet. Oh, Erwachsenen-Community. Was verstehen die denn unter Erwachsenen-Community? Die dir beim Verdienen von Zeni helfen. Was ist denn Zeni? Von Geld? Ah ja, okay, das ist die Erwachsenen-Community. Ich verstehe. Da sowas wie dein Clip. Ah, warum tun sie das? Geh im Feld zu einer blauen Säule oder sprich mit einem Charakter mit einem blauen Symbol über dem Kopf. Tschummelung. Um eine Nebenstory zu beginnen. Durch Abschließen von Nebenstories erhältst du EP, wertvolle Gegenstände und oder Seelenabzeichen. Manche Nebenstories können nur zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen werden. Also schließe sie also ab, wenn du kannst. Oh nein, dieser Druck!
Nebenstories können nur mit bestimmten Charakteren abgeschlossen werden. Wenn du eine Story nicht abschließen kannst, liest dir Tipps und wechsel den Charakter. Ach du Scheiße. Ich habe das Gefühl, dieses Spiel ist highly komplex. Yo! Hey yo, was ist los mit dir? Du ziehst ziemlich mitgenommen. Verbirgst du was? Hey! Potz 1000, es war schon wieder ein Buch versteckt. Das ist Muten Roshis Stimme. Ich weiß nicht, wovon er da redet. Schatzi, deine Krallis tun weh. Greetings. Hast du diese verdammte Schildkröte gesehen? Schildi? Ja, aber sie ist irgendwie wohin. Schildi nennst du immer noch so? Du weißt, dass das nicht sein Name ist, oder? Ach, vergiss es. Wo ist mein Buch? Die Nervensäge hat irgendwo mein Buch versteckt. Was für ein Buch ist es denn? Ist das was Besonderes? Natürlich ist es was Besonderes. Das ist mein größter Schatz. Wenn ich es nicht habe, dann... Oh, ich will es nicht wissen. Muten Roshis Ein und Alles. Die Schildkröte hat Muten Roshis Buch versteckt. Es muss sich irgendwo in der Nähe befinden. Ja, wir helfen Muten Roshi. Na, sichi dichi. Ist bestimmt so ein Pornoheftchen, ne? Ja, komm, wir helfen ihm. Greetings. Wirklich? Ich habe ja nett von dir, Son Goku, ja. Yeah. Wir sind Son Goku. Was ist denn das für ein Buch? Es ist ein Badeanzug-Fotosammlung. Mann, du hast dich kein Stück verändert, Muten Roshi. Mhm. Ich suche auf dem Dachboden, du suchst draußen. Yeah. Wird gemacht. Das ist sowas von Pornoheft, aber echt, hey. Muten Roshi kannte nur Gluten Roshi. Was? Wir gucken uns ein bisschen um. Guck mal, da liegt was. Ich guck mich aber noch ein bisschen weiter um. Ah, da oben. Ah, ne, das sind die anderen Dinge. Irgendwie andere Dinge. Oh, Son Goku und Bulma helfen einer Schildkröte, die sich verlaufen hat, ins Meer zurückzukehren. Als Dank stellt sie die zwei dem Herrn der Schildkröten Muten Roshi vor. Muten Roshi schenkt Son Goku zur Belohnung den Yinduyun und Bulma den Dragon Ball, der um seinen Hals getragen hat. Naja, Yoshi, der kann keine Gluten essen. Ob Roshi kein Muten essen? Oh mein Gott, Schmetti. Ja, Schmetti ist echt on fire. Du hattest noch keinen Kaffee und selbst dann bringst du sowas raus? Meine Güte. So. Warte mal. Komm ich hier irgendwie hoch? Kann ich hier nicht irgendwo raufklettern? Hier draußen habe ich jetzt nichts gefunden. Und hier war ja auch nichts, ne? Ich sprich nochmal über die Fotosammlung. Achso, warte mal, da steht ja irgendwas. Sprich als Son Goku mit Leuten und... Okay, na dann muss ich wohl mit ihr reden. Oh. Das schmutzige Buch von dem alten Knacker, als ob ich das wüsste. Oh, man weiß ja nie. Dann weißt du, wo ich Schildi finden kann? Wenn du Schildi Schildkröte suchst, er ist in den hinteren Teil vom Haus gegangen. Okay, in den hinteren Teil des Hauses draußen. Ah, jetzt ist sie da. Jetzt ist sie einfach gespawnt. Schildi! Mann! Kreis! Oh ja, mach mal. Ich muss dann auch unbedingt die Lieder mal wieder anhören. Hey, Schildi.
Es heißt Schildkröte, Son Goku. Das solltest du doch mittlerweile wissen. Ja, wo hast du jetzt die? Na, tut mir leid, aber ich kann dir nicht sagen, wo das Buch ist. Was? Mutenroschi hat genug von dem Zeug gelesen. Der muss mal ein wenig Selbstbeherrschung lernen. Und deswegen gehört es unter die Erde. Die Erde, Moment mal, hat er es irgendwo vergraben? Oh. Ich sag dir nicht, wo es ist. Ich werde nicht zulassen, dass die ganze Mühe, es zu vergraben, vergebens war. Ach Gott. Na bitte, er hat es vergraben. Ja. Ja, komm, wir graben mal. Sie muss jetzt dringend Kaffee machen. Gleich kommt der Therapeut. Da darf ich sowieso nicht anbringen, sonst muss ich wieder in Betreuung. Okay, dann viel Erfolg. Man hört sich. Und schön, dass du da warst. Du hast das Buch für Mädchen gefunden. Yo! Hat's gefunden? Du bist der beste Son Goku. Du hast alle benötigten Gegenstände übergeben. Yep. Ich wusste, dass es richtig war, dich als Schüler anzunehmen. Bist bitter! Ich vertraue darauf, dass du mir nochmal hilfst, wenn diese lästige Schildkröte es wieder versteckt. Oh, naja, Sichi. Story abgeschlossen. Geil. Glückwunsch. Buch für Erwachsene haben wir bekommen. Einen lebhaften Fisch und Kraut. Okay. Looks like that did the trick. Trophäe erhalten, helfende Hand, Mutenroschi und drei andere Seiten wurden aktualisiert. So. Das Gute ist, dass in Dragon Ball Super ein Trainings-Arc für Roshi gibt, in dem er seine Perversheit verringert, um in einem Turnier mitmachen zu können. Oh, das klingt irgendwie super, Brügi. Ace und Goku, Mutenroshi hat zwar vorhin darüber geredet, aber naja, Training ist ziemlich wichtig, oder? Yep. Ich kann nicht zulassen, dass die ganze Stärke, die ich erhalten habe, vergeudet wird. Also habe ich vor, wieder ein ernsthaftes Programm zu absolvieren. Alright. Willst du damit etwas sagen, dass du gegen mich kämpfen möchtest? Huh? Gegen dich? Haha, vielleicht ein andermal. Zuerst werde ich mich auf geistige Simulation konzentrieren. Geistige Simulation? Ach, du meinst, das spielt sich nur in deinem Kopf ab. Das solltest du irgendwann mal versuchen. Du hast von Karin ein D-Medaille bekommen. What's this? Was ist denn das? Das könnte man wahrscheinlich als Trainingsandenken bezeichnen. Okay. Ja. Yeah. Das Gute an geistigen Simulationen ist, dass man sie überall durchführen kann. Wie zum Beispiel an diesem Strand. Alright, here we go. Let us try this. Und mit dem Training beginnt die Kirin bekommt auf die Fresse Zeit. Trainingsplatz wurde frei. Überfälle sie dir die Trainingsplatz an. Jetzt muss ich das auch noch tun, okay. Eine manuell gezielte, zielsuchende KI-Salve mit hoher Trefferwahrscheinlichkeit kann gegen mehrere Gegner eingesetzt werden. Besiege Kirill. Folge Energiestrahl. Okay. Okay. Auf kurze Ausweichen drücke in den Mund, in der dich der Angriff treffen würde, um einen Ausweichmodus zu vollführen. Daraufhin bewegt sich dein Gegner verlangsamt und bietet dir die Chance gegen einen Angriff. Außerhalb fühlt sich bei einem... oh mein Gott. Oh.
Okay. Okay, oh Gott. Drücke, während du blockst. Was? Okay. Ich bin noch überfordert. Oh, das war kritisch. Ich bin noch sehr, sehr arg. Okay, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, ich habe es geschafft. Los, hau dem Glatzenheini auf die Oma. Was? Moment, ich sollte nichts gegen Glatzenheini sagen. Hallo, Kasuto. Kamehameha. Ja, also ich versuch's auf jeden Fall. Ich bin noch leicht überfordert. Aber ich habe es geschafft. Blauer Planet, du strahlst so hell im Sonnenlicht. Wir lassen dich niemals im Stich. Ach ja. Wieso? Die Seitenlieder. Ach so. Jetzt habe ich was gelernt. Ich weiß bestimmt nicht, wie ich es einsetzen. Bereits erhalten. Sehr gut. Na, für den Moment habe ich genug trainiert. Vielleicht werde ich noch etwas länger mit den anderen reden. Ich will nicht reden, ich will die Welt erkunden. Oh. Na, ich wünschte wirklich, Muten Roshi würde sich ändern. Niu. Niu. Das ist also das Kame-Haus. Ja, das haben wir ja schon gehört. Schildkrötenschule. Trainingshandbuch findest du eine Reihe von Übungen, mit Leuten zu sprechen, ist eine davon. Das Game hatte ich gar nicht mehr weitergespielt. Ob das auf dem Steam Deck läuft? I do not know. Ich spiele das ja gerade über die PS5 direkt. Ganz richtig, Gespräche dienen nicht nur dem Zeitvertreib. Sie sind eine wichtige Methode, Informationen zu sammeln. Einige davon sind hilfreich, andere eher nicht. Oh, ich will nicht mit anderen Menschen reden. Du musst diese Informationen dann nutzen, um das eigene Verständnis zu erweitern. Denk daran, deine Ohren sind ebenso wichtig wie deine Fäuste. Chichi hat tolle Arbeit geleistet, ja, das kennen wir ja schon. So. He's got your looks, but does he have your power too? Okay, er sieht also aus, aber ist er auch so stark? I'm betting that he's pretty strong if I had to guess. But I can't be sure since Chichi won't let me train him to find out one way or the other. Ich wette, dass er ziemlich stark ist, aber genau weiß ich es nicht. Aber zwischen den Ohren ist bei Goku doch gar nichts, da helfen die halt auch nicht.
Brüggi, Alter. Möchtest du die wirklich mit der Geschichte fortfahren? Ja, warum nicht? Rein da. Hey, Dad? What was that? Not sure. Son Goku, der stärkste Kämpfer, führte ein glückliches Leben. Das können wir ja. Ja, je älter Goku werde, desto blöder wurde er. Ey! Goku war damals so ein bisschen mein Crush gewesen. What is it? It ain't no meteor. Ich bin Gohan. Oh Gott, was wird sich da schon wieder notiert? Just as I thought, the creatures on this planet are still alive. Auch so ein unnötiger Name. Who or what are you? A power level of only 5? What trash. Stay back! Is this the best this planet can muster? Well, now, here's the large power reading. Distance 4880. Kakarot. Los, Farmer, hau Raditz kaputt. Wir wissen, dass du es kannst. Mhm. War sehr erfolgreich, der Angriff, Brüggi. Na, Piccolo. Teufelsspirale. I've never felt a power like this. Nein, wir spielen jetzt Piccolo. Drücke beim Fliegen, um einen Boost zu erhalten und dein Tempo zu steigern. Dabei wird Ki verbraucht, deshalb du deinen Ki verbrauchen Boost im Auge halten solltest. Okay. Wenn du im Feld drückst, kannst du das Ki von Tieren, Pflanzen oder anderen lebenden Dingen in der Nähe entdecken. Okay. Okay. Mit L2 wieder ist so. Was? Warum machen die denn das so fucking komplex? Okay. Okay.